Hallo Leute, und weiter geht's mit dem zweiten Part meiner zwei Displayboxen von Pokémon Boundaries Crossed. Im ersten Part hatten wir schon richtig Hammerpuls. Keldeo X in drei Packs, Skylar Full Art und Skylar Normal. Dann jetzt mal hier hin. Und ich werde, wie gesagt, die Seite als erste machen, also machen wir gleich weiter mit dem Landorus in der Tiergeistform. Der Code, der hat auch ein neues Design, wie gesagt. Was? Wir hätten ein Duskull, Blitzel, Woolibee, Spinda, Rattata, Superball, Klink. Ein Porenta mit coolem Artwork, ein Kriegernoll, den deutschen Namen weiß ich jetzt nicht, und die Rare ist ein Toxicroak. Schlechter Pull, aber ich bin eh schon zufrieden, also ja, die Packs gehen wieder so schwer zu saven, der Code. Wendipede in der zweiten Arena von Schwarz-Weiß 2 in der Gift-Arena. Otero. Knackleon. Haspior. Enton. Relaxo. Richtig cool. Enekoro. Ein Swarones mit drei anderen im Hintergrund. Auch cooles Artwork. Reverse ist ein Wachok. Und meine Rare ein Shaymin. Jawohl, cool. Richtig cool. Richtig spielstark, das brauche ich auch. Stellen wir einfach mal dazu. Die spielstarken Sachen können wir mal dazu stellen. Mal gucken. So, jetzt. Dann Blacurem, was ich in den Openings gesehen habe, so die das beste Pack, um gute Karten zu ziehen. Der Online-Code. Ein Floink, sieht richtig cool aus. Ein Glumanda, jawohl. Hoffen wir nur noch auf Glurak. Purloin. Shiggy, auch cool. Sandshrew. Shillock, auch gleich dabei. Town Map, auch spielstark. Lopunny. Das heißt, ja, mich verrutscht hier alles. Das heißt Schlappohr, Deutsch. Reverse ist ein Knackleon. Und meine Rare ein Kamarupt. Ich dachte jetzt schon, weil ich es rot gesehen habe, Glurak, aber naja. Nexus, Blacurem. Ich glaube, wir hatten jetzt noch gar keine Holo, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Zwielicht, Tangela, Knackleon, Electek, Enton. Kuckmada, Zwirklopp, Rocky Helm haben sie ja nochmal reprintet. Ein Reverse Nummer und die Rare ein Emboar Holo. Wie gesagt, die Starter haben sie nochmal reprintet. Ist zwar eigentlich ein bisschen unnötig, aber dafür haben sie sowas wie Bicycle, also das Fahrrad und so rausgemacht. Finde ich ein bisschen scheiße, weil die Karten eigentlich gut gewesen wären, aber was soll man machen? Weitschnurren. Weil ich finde, von den Startern haben wir jetzt eh schon viel gehabt. Von den Holo-Startern. Also, naja, Skorgla, Blitzer, Pidoff, Tweeble, Frillish, Azumarill in der 8. Arena-Ordenstadt von Schwarz-Weiß 2, wie gesagt, immer die Artworks. Great Ball. Grigonal, Shinchino und ein Lilligant Rare. Landorus. Der Code. Aufs Pre-Release-Turnier werde ich wahrscheinlich auch gehen. In München.
wenn das am 17.11. aber ist, das erst Sichlor mit dem Hammer-Artwork, wie es da die Wiese auseinanderschneidet. Potion, Ottero, Piccolente, Shigi mit Ability. Das ist ein Panzer Aeron mit der Himmelspfeilbrücke im Hintergrund. Herdier, Gloom. Oh! Nee. Hammer, Hammer, spielstarke Karte. Computer Search, richtig spielstark. Also ich glaube die Spielstärke von den Aceback-Karten. Also Hammer, Hammer, Hammerpull und die Rare ist Bellossom. Also für mich hat es jetzt auf jeden Fall schon rentiert. Keldeo Pack. Also die Keldeo Packs gehen immer zu saven. Da habe ich jetzt schon zwei gesaved, aber irgendwie die anderen, die spinnen irgendwie ein bisschen immer. Der Code. Jawohl. Pikachu, Hammer Artwork, Energy Search. Oddish, ein Togepi, auch cool. Lillipop, Woinginau, Whirlipede, ein Somniarm, ein Superball Reverse und eine Rare ist ein Samurott Atmurai mit dem Artwork richtig cool. Holo. Fokus, ja, der geht. Cool. Cool. Zwei Starter-Holos gleich mal. Keldeo. Talo. Venipede. Skorgla. Ich sage immer die englischen und deutschen durcheinander, so wie es mir gerade einfallen. Eneko. Normal. Mienv. Klibunkel. Aspareddy City Gym. Reverse Skarmory. Cool. Und Rare ein Zapstriker Holo. Auch nicht schlechtes Artwork. Richtig cool. Jetzt wird's doch mit den Holos. Black Kyurem. Fuck, wieder nicht gesaved. Schlecht, 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 schlecht. Naja, egal. Pokéball. Pikachu, Oddish, Gorfita, Linfu, Navitaub, Enttoron, Griffeldis, Reverse, Shillock mit coolem Artwork auf jeden Fall und Reverse ist wieder ein Toxicroak, Kotz. Nächstes White Kyurem Pack, ich versuche das jetzt mal. Ne, die haben so schlechte Dinger drin, die kann man fast nicht saven, der Code. Ein Switch, Tepig, Purloin, Spinda, Mauzikuhl, Charmeleon, Lopunny, Minchao, Reverse Pokéball, den haben sie auch nochmal reprintet und Rare ist ein richtig seltenes und cooles Flygon Holo mit Ability. Auch spielstark auf jeden Fall. Hier mit der Ability Sun Slammer. Cool. Nächstes Pack. Boink. Glumanda. Serpifeu. Makuhita. Toxicroak, Relaxo, Townmap, Porenta, Blitzel und Rare Victini. Cooles Artwork. Gefällt mir. Letztes Pack für den Part. Wubat, Patred, Vaniri, Wallaby, Dunsparce, Electrode, Swanna, Skylar nochmal, cool.
Lilligant Reverse und Rare Whimsicott. Okay, das war's dann auch von diesem Part. Mit dem zweiten Part und mit dem dritten geht's dann gleich weiter. Danke fürs Zuschauen und gebt bitte einen Daumen nach oben. Ciao, Leute.